Wer die Bilder des amerikanischen Malers Edward Hopper betrachtet, wird das Gefühl nicht los, dass sie Szenen aus Filmen darstellen, die nie gedreht wurden. I always get this feeling that there are frames from movies that were never made. Das sagt einer, der ihn ganz genau studiert hat und zu seinen größten Fans gehört, der deutsche Filmemacher Wim Wenders. Für die große Hopper-Show in der Fondation Bayerler bei Basel hat er extra einen 15-minütigen 3D-Film gemacht, der sprichwörtlich in die geheimnisvollen Bilder eintaucht und sie weiterspinnt. Hopper gilt als einer der Urväter der amerikanischen Moderne, der viele Filmemacher inspirierte, unter anderem Alfred Hitchcock und eben auch Wenders. Besonderheit der Schau in der Fondation Bayerler, sie zeigt neben einigen ikonischen Gemälden auch seine eher unbekannten Landschaftsbilder und natürlich Wenders Hommage. Zu entdecken bis zum 17. Mai.